So, ich grüße euch. Wir haben wieder ein kurzes, aber hoffentlich für euch interessantes Video. Und zwar zu unseren Bugatti-Plattenträgern. Die sind ja schon länger im Shop, die kennt ihr ja. Die sind auch extrem gut bei euch angekommen. Und deswegen haben wir jetzt eine neue Variante davon, nämlich die Version in XL. Ein paar von euch, die die Plattenträger schon haben oder auch gesehen haben, haben ja gesehen, die kommen mit Platten-Dummies. Die sind in denen hier jetzt auch verbaut. Das ist jetzt jeweils die Front von der Flecktarn-Version. Und wir, mein Kollege und ich hier, haben die Olive-Version an. Ich möchte euch jetzt hier gar nicht so viel über die Plattenträger an sich erzählen, weil der Umfang, die Features, was an Zubehör dabei ist, etc., das ist genau gleich. Es ist einfach nur die Größe. Bei unserem alten Plattenträger, dem Value, hatten wir es ja damals so gemacht. Es gab für die Leute, die mehr Umfang gebraucht haben, einen extra Kummerbund in L und XL. Das hat natürlich das Umfangproblem gelöst, aber es hat nicht das Plattengrößenproblem gelöst. Und es ist jetzt einfach so, würden wir jetzt die Platten tauschen, sprich würde ich den Plattenträger von meinem Kollegen anziehen und er meinen, dann würde das nicht wirklich passend aussehen. Und diese Plattenträger waren bei euch so beliebt, dass wir einfach gesagt haben, wenn wir da jetzt schon was machen mit größer und anpassbar, dann müssen wir das richtig machen. Und deswegen bleibt die Classic-Version oder die erste Version eben in der Größe M. Das heißt, die ist ausgelegt für Medium-Size Sapi-Platten oder Sapi-Dummies. Die neue Version, die XL-Version, ist dann eben für XL-Platten ausgelegt. Das zeigt sich bei dem Plattenträger optisch ja schon mal. Ihr seht es hier, oder besser, so sieht es wahrscheinlich noch besser. Wenn wir die jetzt hier nebeneinander stellen, da ist ein deutlicher Unterschied dabei. Wie gesagt, die kommen mit dem gleichen Zubehör. Leicht vergrößerte Abstandpads bei den großen Größen. Ihr habt waagrecht zwei Schlaufen mehr und ihr habt in der Länge auch eine Schlaufenreihe mehr, die ihr mit Molletaschen besetzen könnt. Wir haben hier extra mal die Frontplatten her, hat einen ganz einfachen Grund. Die Frontplatten, da war bei euch oft die Frage, kann ich eigentlich die Tasche vorne abmachen oder ist die festgenäht? Und ja, ihr seht's. Hier haben wir die Taschen drauf, da fehlen die Taschen. Die Taschen sind natürlich dabei, wenn ihr die Plattenträger bestellt, aber die sind abnehmbar. Gut, jetzt ist es eben so, wir haben an den Plattenträgern wirklich alles angepasst, dass die Größe passt. Das heißt, wir haben hier diese Schulterpads, drehst du dich mal kurz? Diese Schulterpads haben wir bei der großen Variante länger gemacht. Wir haben diese Gurte hier, beide stark verlängert, dass es wirklich bis Ultimo reicht. Kannst du wieder nochmal? Der Kummerbund, der hier rumgeht, wurde auch verlängert und die Platte wurde in der Größe angepasst auf XL. Auf die Art ist es eben nicht so, dass ihr einfach nur quasi ein extra Band habt, das breiter um euch rumgeht, sondern ihr habt wirklich einen auf die Größe angepassten Plattenträger. Und natürlich kommt die Sapi-Platte auch mit. Das kann ich bei dem hier auch mal zeigen. Für diejenigen, die vielleicht auch das alte Video noch nicht kennen. Die sind mit einem sehr breiten Klettverschluss, wird das Ganze verschlossen. Und was wir drin haben, sind diese Sapi-Platten. Das sind Dummies, die sind aus feinporigem Hartschaum und die sind formbar. Das heißt, ihr könnt einfach hergehen und sagen, ihr könnt sagen, ich mache jetzt Selbstverletzung, schneid mir nicht raus, wir sind ehrlich. Und dann habt ihr eben, könnt ihr die Krümmung selbst in die Platten reinbringen, so wie es euch passt. Und die sind ziemlich formstabil, also alle paar Wochen mal wieder nachdrücken. Das sollte eigentlich reichen. Und die haben eben die Abmessungen, wie gesagt, wir schneiden nicht, von XL Real Sapis. Das heißt, wenn ihr andere Sapi-Platten habt, andere Sapi-Tummies, in XL passen die natürlich auch in den Plattenträger. Genauso wie in die M-Version natürlich auch die normalen M-Platten passen. Wie zum Beispiel die Hohlplatten aus Kunststoff, die ja dann mit Gewicht oder ähnlichem gefüllt werden. Oder auch Gewichtsplatten. Ja, das wäre eigentlich
die Vorstellung der Plattenträger. Wir zeigen es euch auch nochmal im Vergleich. Also mein Kollege hier hat normales Konfektionsgröße 46. Ich bin bei 52, 54. Und im Vergleich, gut, er ist jetzt ein bisschen höher als ich. Ich bin da doch eher ein bisschen der Kampfzweig. Aber ich bin halt doch deutlich breiter gebaut. Und drehst dich auch mal mit. Und da zeigen wir eben mal, so sieht das Ganze dann mit dem Kummerbund aus. Und ist natürlich auch alles noch weiter einstellbar. Die Limits dazu haben wir auch bei uns im Shop verlinkt. Wir haben auch jetzt bei beiden Plattenträgern eine komplette Übersichtsseite nur für die Größen. Die ist auch optisch verlinkt. Und da wird das alles noch im Detail erklärt, wie sich die zwei voneinander unterscheiden, sodass ihr die für euch beste Größe auswählen könnt. Ja, das war es eigentlich schon mit unserem kleinen Clip. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch das Ganze ein bisschen nahe bringen. Und wenn ihr Fragen habt, meldet ihr euch einfach bei uns. Also, in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder. Ciao!